So, hallo Leute, und zwar wollte ich euch mal kurz mit einem kleinen Service beglücken, und zwar mit einem Trick, wie man jetzt, ohne dieses Minecart anschieben zu können, losfahren kann, und zwar mit Boosterschienen. Genaueres werde ich gleich zeigen, ich werde erstmal nur den Trick zeigen. So, und los fahren wir schon. Hier habe ich das jetzt alles ohne Booster gemacht. Wenn ihr in den Ausführungen sehen könnt, es waren hier immer Booster, sind jetzt aber keine mehr da. Und ja, das ist eigentlich unser Server. Aber ich habe den jetzt mal in die Singleplayer World geladen. Als Singleplayer World geladen. Und jetzt die Schienen bremsen leider. Da muss man immer wieder da reinschieben. Das muss auf jeden Fall in dem Stein sein. Das ist hier halt unser. Ich nenne es jetzt mal mein Bahngebäude. Also das ist. Naja. Wir können mal kurz von außen anschauen. So, das wird aber alles Näheres im Let's Show gezeigt. Das sollte jetzt eigentlich nur ein kurzes paar Sekunden Video werden. Und zwar werde ich den Trick jetzt gleich, wenn ich wieder zu Hause bin, zeigen. Wie man sieht, funktioniert das Ganze mit einem Knopf. Das würde auch, glaube ich, mit einem Schalter funktionieren, aber dann würden die auch aktiviert bleiben. Das ist ein bisschen blöd. Man kann das, glaube ich, mit alles machen, was ein kurzes Signal sendet. Die Redstone-Fackeln sind dazu, damit das keine Bremsen sind, sondern Boostmaschinen. Und hier verkackt man fast. Also das ist alles so ausjustiert, dass es gerade so klappt. So, nochmal hier nach oben. Und dann sind wir auch schon da. Und zwar funktioniert das so: Wenn wir jetzt hier die Redstone-Leitungen mitnehmen würden, würde das nicht mehr funktionieren. Man muss das Ganze also mit Redstone dahin verbinden. Ich kann es mal kurz zeigen. Wenn man den Schalter drückt, wird es aktiv und die Schienen werden aktiv und funktionieren. So einfach ist das. Das ist ganz einfach aufzubauen. Einfach nur diesen Knopf drücken. Man muss. Naja, es geht, glaube ich, auch, wenn man nicht in der Wand steht. Aber okay. Und dann fährt der und das zeige ich euch jetzt nicht mehr, doch ich baue das Ding noch ab. Und so funktioniert das einfach, ganz einfach mit den Booster-Schienen. Kleiner Trick. Wollte ich euch nur mal kurz zeigen. Habe ich nicht ich erfunden, sondern mein Kumpel, der hat mir den erklärt und jetzt funktioniert das auch. Okay, bis zur nächsten Aufnahme.